Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal. Wir sind immer noch in Taiwan, sieht man ja. Und die nächsten zwei Tage werden wir in der Wildnis ein bisschen unterwegs sein. Ich dachte eigentlich, wir fahren jetzt mitten in die Berge oder sowas. Aber das hier ist jetzt der erste Spot, wo wir sind, ne? Genau. Ja. Ich habe mir mal erklären lassen, wo wir ungefähr sind. Wir sind circa 6 Kilometer vor der Mündung des Flusses ins Meer. Der Fluss ist aus Gebirgswasser gespeist, das unterirdisch weitergeleitet wird und dann hier irgendwo in der Quelle zutage tritt. Das Wasser hat Trinkwasserqualität und ist ganzjährig von Fischen, Sumpfpflanzen, Wasserpflanzen bewohnt. Also es hat ganzjährig Wasser. Und die Arten, die hier sind, sind auch dann reine Süßwasserarten. Also wir sind nicht im Mündungsbereich, wo jetzt Brackwasser wäre oder die Fische hin und her wandern. Und ja, alles andere müssen wir jetzt erstmal rausfinden. Wir haben ein paar Wassertests dabei und ein paar Netze. Genau. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Also das scheint wohl dieses Stück hier zu sein. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal runter und schauen uns das Ganze an. Hey, Joscha! Ja, not here. Not here. Okay, also hier sollen wir noch nicht runter. Ihr merkt schon, es wird wieder super organisiert heute. Okay, jetzt gehen wir so ein bisschen außerhalb, glaube ich. Hier scheinen keine Wohngebiete mehr so wirklich zu sein, oder? Das war einfach nur ein Tempel und ein Haus. Danach sehe ich nur auf Palmen. Ja. Also man sieht jetzt hier von hier oben schon, dass überall Fische auf jeden Fall rumschwimmen. Ich glaube, ihr seht es jetzt auf der Kamera gerade nicht. Aber da springen die zum Beispiel auch schon. Seht ihr das? What? Der ist ein Koi. Ey, Andreas. Das ist einfach ein Butterfly-Koi. Crazy. Ich glaube, hier gehen wir jetzt runter. Okay. Wollen wir erstmal alles hier lassen, einfach mal gucken. Okay, ja, wir lassen die Sachen jetzt erstmal hier und schauen uns mal hier ein bisschen an. Schauen einfach auch kurz mal, was da alles gibt. Was wir sehen. Okay, let's go. So, also ich sehe auf jeden Fall schon mal einiges an Wasserpflanzen. Man hört Frösche. Ah, da, guck mal, da sind schon lauter Fische. Do you ever see that in Germany? Ah, das ist Mimose. Ja. Mimose, ja. Krass. So, wie gesagt, wir sind jetzt am ersten Spot und ich halte jetzt einfach mal die Unterwasserkamera rein und wir schauen, was da unten so rumschwimmt. Okay, dann werden wir mal jetzt hier reingehen. Ey, hier wachsen, das ist doch, ne? Wie heißen die Pflanzen nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Lotus, oder? Lotus? Ne, oder? Oh, die Pflanzen sind keine Ahnung. Also ich werde jetzt auf jeden Fall mal die Kamera unter Wasser halten. Mal gucken, ob wir da irgendwas sehen. Ich werde das Ganze auf jeden Fall dann zu Hause mit einem Voice-Over machen, weil ich ja jetzt die Aufnahmen nicht wirklich sichten kann. So, erstmal muss ich mich korrigieren, dass am Anfang am Ufer war natürlich keine Tigerlotus, keine grüne, sondern eine hydrokotile Art. Und jetzt hier unter Wasser sieht man die Fische, die da rumschwimmen, die aussehen wie so Salmer, etwas größere. Das ist eine Drachenfischart. Den Namen seht ihr jetzt hier eingeblendet, den kann ich nicht aussprechen. Und ja, was man noch sehr oft da drin sieht, sind Taiwan-Bänderbärblinge. Das sind die gestreiften Fische, die da drin rumschwimmen. Und am Boden China-Steinbeißer-Schmerlen. Die lateinischen Namen blende ich euch natürlich unten ein. Ich lasse euch auch unten mal einen Ticker durchlaufen mit den ganzen Fischen, die in diesem Biotop vorkommen. Egal ob einheimische oder invasive Arten. Der Newt, Link ist in der Videobeschreibung, der ist Spezialist da drinnen, den seht ihr später auch nochmal, erzähle ich euch ein bisschen was drüber. Der hat mir nämlich alle Fische gesagt, was da drinnen rumschwimmen und hat mir die aufgelistet. Und wie gesagt, die seht ihr jetzt hier unten im Ticker eingeblendet. Ich kann sie leider nicht alle bestimmen. Für diejenigen, die es interessiert unter euch, packe ich natürlich alle Namen nochmal unten in der Videobeschreibung in eine Liste rein. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne nochmal selbst googeln und gucken, was da so rumschwimmt, was wir vielleicht jetzt nicht gefilmt haben. Ja, und Richtung Ufer habe ich dann eine Riesenapfelschnecke gefunden. Boah, ist das eine Pila? Ist das eine Apfelschnecke? Ja. Riesenapfelschnecke. Krass. Dieses Ding, die hat schon gute Größe. Ja. Ja.
Also ich habe gerade gesagt, kommen die Pila sind eine invasive Art hier. Ja, die kommt eigentlich aus Afrika, glaube ich, ne? Weiß ich nicht, aber die Leute wollen ursprünglich das essen. Ah. Dann schmeckt es doch nicht. Oder ja, irgendwie hat es dann. Sie haben es zum Essen hier ausgesetzt und dann. Hat es nicht geschmeckt und dann wollten sie nicht mehr. So, ich probiere mich jetzt auch mal. Ich gehe einfach mit dem Netz hier da durch. Und hab auch schon wieder eine Garnele. Ah, oh, ganz klein. Ja. Das ist alles Wassersalat hier, ne? Da hinten noch überall die Garnelen drin, ne? Ja. Ich hab einen. Sogar zwei. Ganz kleine. Keine Ahnung, was es ist. Oh. I think maybe it's Barb. Barb? Yeah. Barb. Small baby Barbs. Yeah, small baby. Andreas war währenddessen im strömungsstärkeren Bereich und hat da das Ufer mal abgekeschert und schaut mal, was er da gefunden hat. Eine schöne Makrobranchium. Ich hatte eine Makrobranchium. Ah, cool. So eine Großarm-Garnele. Schön ist die. Ja. Schön Schönes Muster. Hier seht ihr sie nochmal im Fotobecken ein bisschen genauer. Richtig, richtig schönes Tier, finde ich, oder? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, natürlich waren die anderen Fänger auch nicht erfolglos und haben so einiges an Fischen und Garnelen gefangen. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, wie Jimmy gerade einen dieser Drachenfische da hochhält. Name ist da unten eingeblendet. Also ich finde ja, der sieht ein bisschen aus wie so ein Phönix-Salmler, oder? Was meint ihr? Sagt's mal, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, natürlich gibt es da auch Garnelen. Da zeigt uns Jimmy gerade einheimische Neocaridina und eine andere Art. Ich weiß jetzt nicht, ob die invasiv ist, also ausgesetzt wurde oder nicht. Aber ja, wie gesagt, einheimische Garnelen gibt es da auch sehr, sehr viele. Und die sehen eigentlich gar nicht mal so unscheinbar aus. Schön so grün-gelb, also gefällt mir. Ja, hier wurde dann noch eine Grundel gefangen. Was es genau für eine ist, weiß ich jetzt nicht. Aber am Ende zeigen wir euch nochmal alles gemeinsam, was wir gefangen haben. Ja, und das hier ist übrigens Newt. Newt Yuang. Newt beschäftigt sich mittlerweile schon seit über 10 Jahren mit den Suchen neuer Fischarten und deren Bestimmung. Er hat Aquakultur studiert und darin seinen Bachelor und Master gemacht und dabei hat er sehr viel über die einheimischen Fischarten wie Grundeln, Elritzen, Bergbachschmellen und so weiter gelernt und wie man diese erfolgreich hält und züchtet. Sein starkes Interesse an der Fischtaxonomie hat er sich dazu entschieden, nach dem Studium seinen Doktor an der National Sun Het Sen Universität in Taiwan zu machen, wo er jetzt aktuell kurz vorm Abschluss ist. Während der Zeit nach dem Studium bis jetzt wurde er von dem Labor, in dem er arbeitet, darin geschult, wie man erfolgreich und schonend Fisch aus der Natur entnimmt. Die verschiedenen Methoden werdet ihr in den nachfolgenden Videos natürlich nochmal genauer vorgestellt bekommen. Eine seht ihr jetzt gleich im Anschluss noch. Also Newt ist auf jeden Fall ein absoluter Spezialist auf seinem Gebiet und ein wandelndes Lexikon, also der weiß echt alles. Hier seht ihr jetzt übrigens, wie Newt dabei vorgeht, Fische zu lokalisieren bzw. zu schauen, ob es sich überhaupt lohnt, mit dem Kescher jetzt zum Beispiel in den Uferbereich reinzugehen. Das Rote, was er da in der Hand hat, ist eine Unterwasserkamera. Damit filmt er jetzt erstmal den Uferbereich ab und schaut, was da unter Wasser überhaupt los ist. Also ob da Fische sind, die er überhaupt fangen will oder nicht. Weil ihr müsst überlegen, wenn ihr mit dem Kescher jetzt in den Uferbereich reingeht, ihr reißt ein paar Pflanzen raus, ihr stresst die Fische, die dort leben und das ist alles nicht so cool. Deswegen macht ihr das so auf die schonende Art und Weise. Schaut erstmal, was da unter Wasser überhaupt los ist, ob es sich lohnt, da mit dem Kescher reinzugehen oder nicht und entscheidet dann. Finde ich eine sehr, sehr geile Sache auf jeden Fall. Jetzt nochmal eine kleine Information für euch. In Taiwan ist für den Wildfang in nicht geschützten Gebieten bzw. außerhalb der Nationalparks normalerweise keine Genehmigung erforderlich. Das heißt, es ist legal und es ist erlaubt. Darf eigentlich jeder machen. Innerhalb der Nationalparks allerdings braucht man dafür natürlich eine Genehmigung. Auf dieses komplette Thema werden wir in einem der nachfolgenden Videos nochmal ganz genau eingehen, weil das ziemlich komplex ist. Ja, und hier zeigt er uns jetzt, wie er vorgeht, wenn er irgendwo Fische lokalisiert hat. Dann geht er mit den Füßen oder mit den Knien an die Böschung dran. Scheucht die Fische auf, hält das Netz drunter und die Fische schwimmen in den Kescher rein. Und da sieht man aber jetzt, dass es auch invasive Arten hier in dem Biotop gibt, und zwar Entlerguppies. Die hat hier irgendjemand ausgesetzt und die haben sich hier schön weiter fortgepflanzt. Ach ja, und hier seht ihr jetzt übrigens, mit was ich eigentlich 90% meiner Zeit verbracht habe. Und zwar, um euch ein paar geile Unterwasseraufnahmen zu machen. Und die seht ihr jetzt hier. Viel Spaß dabei.
Kryptokorin? Kryptokorin? Eutal. Deswegen aus Gründen, was aussieht wie eine Krypto. Oder auch nicht. Was ist schon? Vallisneria? Ja. Vallisneria sind das, okay, ja. Aber ziemlich kurze. Oh, dann sind es aber auch keine einheimischen Arten, weil Vallisnerien gibt es hier nicht. Also die Aussage, dass das Vallisnerien sind, hat mich jetzt schon ziemlich überrascht. Schaut mal, wie kurz die sind. Schon recht seltsam, oder? Naja, wie auch immer. Schauen wir uns mal die restliche Bepflanzung an. Also so in der Flachwasserzone. Wie ihr seht, ist alles voll mit, entweder ist es Limnophilia oder Myrophyllum. Eins von beiden. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Jedenfalls ist es ein sehr, sehr dichter Bewuchs und ja, wunderschöne Pflanzenqualität, wie man da sieht. Was da blüht, keine Ahnung, was das ist. Vielleicht weiß jemand von euch. Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, und auf der anderen Seite sieht man, da wächst die Mimose Richtung Wasser und ja, die Hydrokotyle im Wasser. Wo ich erst dachte, dass das irgendwie grüner Lotus wäre. So, der Andreas macht jetzt gerade ein paar Wassertests. Okay. Vielen Dank nochmal an JBL, die uns die Testkits hier zur Verfügung gestellt haben. Andreas, was hast du bis jetzt getestet? Ich habe den Sauerstoffgehalt hier getestet und der ist sehr gut. Der ist bei 8 Milligramm pro, ich bin mir jetzt nicht sicher, da steht Parts per Million, meine ich. Also das wäre dann praktisch eine ganz kleine Einheit. Aber ich denke, das ist gleich mit 8 Milligramm pro Liter Wasser. Und das ist laut Skala der zweithöchste Wert. Also der Bach hat einen sehr guten Sauerstoffgehalt. Ich würde jetzt mal noch Silikate testen, weil wir Algen gefunden haben, Phosphat. Eigentlich soll das so eine Art artesischer Brunnen sein. Wasser, was praktisch durch Versickerung im Berg nach unten geht und dann wieder durch eine Quelle nach oben geht. Da sollte man erwarten, dass da keine Wasserbelastungen da sind. Aber ich bin gespannt, was die anderen Werte sagen. Okay. Dann haben wir mehr Klarheit. Ja, ich werde mir jetzt mal von AK den Slide-Wertmessgerät schnappen und das pH-Messgerät und werde mal direkt im Fluss nachgucken, was da so für Werte sind. So, die Firma AK hat uns ein Leitwertmessgerät und ein pH-Messgerät gegeben. Vielen Dank an die Firma AK auf jeden Fall an der Stelle nochmal. Wir werden jetzt mal gucken, wie die Werte in dem Fluss hier sind. Also Leitwert. Sie haben einen Leitwert von 135 und eine Temperatur von 27,5 Grad. Das ist also ziemlich weiches Wasser. So, und jetzt gucken wir mal nach dem pH. Also wir haben einen pH-Wert von 6,8. 6,7. Also für den Leitwert gut. 6,7, ja. 6,7 bis 6,8. Ja. Also ein pH-Wert von 6,7 und ein Leitwert von 135 bei 27,5 Grad Wassertemperatur. pH 6,7, ja, Temperatur 27,5. Und das ist interessant, weil dafür ist der Sauerstoffgehalt super. Weil je wärmer das Wasser ist, umso weniger Sauerstoff löst sich im Wasser. Also die Fische, warte mal, die haben wir noch nicht dokumentiert, was wir da jetzt haben. Die Arten haben wir, ja. Ja, aber wir haben es noch nicht gesagt. Ach so. Also wir haben jetzt hier, was haben wir jetzt hier drin? Also... Wir machen es jetzt einfach mal mit einfachen Namen, sonst. Ja. Also, hier haben wir eine Schmerle, wahrscheinlich eine Koptisart, werden wir dann noch genauer bestimmen. Hier haben wir eine Barbe, dann haben wir hier ein Gubbi-Männchen, der sich halt zurück zur Naturform entwickelt. Und wir haben hier eine einheimische Barbe, auch dazu dann später nochmal mit Literatur und Bildern genaueres. Hier haben wir Garnelen, dann haben wir hier eine Denticulata, eine einheimische Zwerggarnele. Dann haben wir eine Macrobranchium-Art. Und ich denke, dass das andere auch alles Denticulata sind. Mehr dazu dann später. Hier haben wir einen kleinen Trichogaster sumatranus, also oder Trichogaster trichopterus, einen kleinen blauen Fadenfisch. Dann haben wir ein Gubbi-Mädchen. Und dann haben wir mindestens zwei Rhinogobius-Arten. Einmal hier, die, und das ist sicher eine andere, da werden wir dann auch nachher nochmal genauer drauf eingehen. Ja, ich habe euch die Fische natürlich nochmal in den Gläsern ein bisschen besser abgefilmt, ein bisschen ruhiger. Da seht ihr zum Beispiel jetzt die Barbe, diesen Drachenfisch und die Schmerle und den Guppi. Da die Macrobranchium und die Neokaridinaten. Das Grüne, was da unten sitzt, ist übrigens eine Libellenlarve, eine einheimische. Ja, da haben wir jetzt nochmal die Barbe, den Drachenfisch, die Schmerle und den Guppi. Und hier die Grundeln und mein Favorite, der kleine Fadenfisch, der da noch drin rumschwimmt. Und natürlich noch ein Guppi. Also ich finde echt
gute Auswahl, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr? Was ist euer Favorite? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. So, und da wir die jetzt nur gefangen haben, um so euch zu zeigen, was hier drin rumschwimmt, setzen wir die natürlich auch wieder zurück. Die wollen wir nicht mitnehmen. So. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Danke für eure Geduld und ein schönes Leben noch. So, was hast du jetzt gerade getestet? Das ist das Grüne, was auf den Steinen und so drauf ist. Ich habe jetzt den Silikatwert mal getestet, weil wir einige Algen gesehen haben im Wasser drin. Aber wie man sieht, ist praktisch nichts drin, also weniger denn 0,1 Milligramm okay. pro. Ja, also ich gehe auch wieder von Liter aus. Das ist praktisch nichts. Wenn die Distanz wert. Dann habe ich hier noch den Phosphatwert getestet. Da mache ich gerade mal noch schnell den Deckel drauf, dass er mir nicht umfällt. Das wäre auch noch mal ein Hinweis für die Algen. Das sieht auch wenig aus, auch null, ja. Also das wäre hier ein hoher Wert. Mit ganz viel Fantasie ist es ganz, ganz bisschen blau, aber da muss man schon viel Fantasie haben. Also ich würde auch sagen, irgendwas zwischen weniger denn 0,2 und weniger denn 0,5. Also eher nichts. Okay. Joshua holt jetzt gerade nur die anderen Tests, ne? Genau. Ja, natürlich haben wir euch auch die anderen Wasserwerte einmal komplett durchgemessen. Die seht ihr jetzt hier eingeblendet. Also ich wiederhole es nochmal. Phosphat haben wir 0,02. Sauerstoff 8 Milligramm pro Liter. Silikat weniger als 0,1. pH-Wert ist bei 6,7. Der Leitwert ist bei 135 Mikrosiemens. Nitrit und Nitrat sind alle ja, unter der Nachweisgrenze. Und eine Temperatur von 27,5 Grad. Ja, nachdem wir die Messung fertig hatten, haben wir natürlich unsere Sachen gepackt und haben uns auf dem Weg zum nächsten Spot gemacht. Aber auf dem Rückweg ist uns dann auch das hier aufgefallen. Wir haben jetzt hier gerade auf dem Rückweg einen riesen Channa noch gesehen. Da unten schwimmt er. Vor dem Mund. Vor dem Mund, alles voll mit Babys, ja. Da ist sogar, da ist der andere noch. Boah, meinst du, wir können da mal, wenn wir da runtergehen, hauen die ab? Nee, Quatsch, das ist ein Speisegebaren, oder? Nein, nein, das sind Channas. Ich hoffe, ihr seht das von hier. Wir kriegen jetzt noch ein paar einheimische Wasserpflanzen mitgepflückt. Was das genau für welche sind, das zeige ich euch dann mal. Und die lassen wir wohl auch mit importieren. Die werde ich bei mir mal ausprobieren, ob die, ja, ob die gut wachsen. Also wir haben jetzt von den beiden hier noch einheimische Wasserpflanzen bekommen. Das hier ist auf jeden Fall eine Vallisneria. Also das ist eine invasive Art hier. Das sieht aus wie, boah, ja, gute Frage. Ceratoptes, Ceratoptes thalicoides ist das hier. Keine richtige Wasserpflanze, doch, das ist doch, doch. Krass. Und das scheint eine Alternatera. Oder Ludwigia. Ah, Hydrolea cenica, das kenne ich gar nicht. Die kenne ich noch gar nicht. Native. Ah, okay. Ja, und ich habe mir natürlich von den beiden Pflanzen, also nicht von der Vallisneria, aber von den beiden, die ich hier habe, Ableger mitgenommen. Und die habe ich auch offiziell einführen lassen. Also nicht, dass ihr jetzt auf die Idee kommt, wenn ihr irgendwo im Urlaub seid, dass ihr Pflanzen oder Tiere mitnimmt. Das ist streng verboten. Also wir haben das nur hinbekommen, weil wir über die Firma CWA zur Zivisch vom Jungen sowieso einen Import gemacht haben und das Ganze auf offiziellen Weg mit Papieren und so weiter und so fort auch legal nach Deutschland eingeführt haben. Normalerweise ist das nicht erlaubt. Also man kann nicht als Privatperson irgendwie Pflanzen ins Gepäck packen und dann nach Deutschland fliegen. Das ist strafbar. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Auf jeden Fall auf dem Weg zum nächsten Ort haben wir dann noch was gefunden, wo es noch mal Pflanzen gab. Schaut euch das mal an. Richtig krass. Also wir sind jetzt hier mitten in der Stadt. Hier läuft so ein kleiner Bach lang, so ein kleiner Kanal. Und hier sind, ich glaube, es ist Aponogeton oder sowas. Der eine Kollege holt das jetzt mal raus und zeigt uns das, was das da genau ist. Sieht interessant aus. Riesenlange Wurzeln auf jeden Fall. Reicht doch schon. Ja, it's enough. Oder ist das eine Krypto? Muss man gleich mal gucken, ich kenne auch eine Kryptogene vom Blatt her. Ich kenne hier.
Okay, dann schauen wir uns noch mal an, was das ist. So, was ist das? Das sieht aus wie eine Kryptoart. Könnte eine Kryptokurin sein. Sehr geil, sehr geil. Das ist eine Quelle, die geht in drei Richtungen und da haben die Japaner gebaut, um hier praktisch den Wasserzufluss für die Farmen zu sichern. Ja. Coole Sache. So, nach der Aktion ging es dann aber wirklich zum nächsten Spot und Richtung Berge, wie ihr hier seht. Der Spot hat es echt in sich, seht ihr gleich nochmal. Ganz kurze Info an euch, also die Wildnisvideos kommen jetzt immer sonntags hier auf meinem Kanal und donnerstags kommen dann noch ein paar andere Videos, entweder hier aus Taiwan oder ein paar aktuelle Themen, die ich gerade abfilme. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Jetzt gibt es noch eine kleine Vorschau für den nächsten Spot. So Freunde, wir sind jetzt am zweiten Fangspot angekommen. Ey, es ist einfach traumhaft hier, ja. Ja, schaut es euch mal selbst an.